Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Ja, wir sind wieder dabei, ich bin wieder dabei, hier bei Heroes of the Storm. Und wir haben die Map, den Tempel des Himmels, bekommen. Ich glaube, da haben wir schon mal drauf gespielt, bin mir gerade nicht sicher. Ich habe zumindest schon mal drauf gespielt. Ja, endlich mal wieder eine Folge Heroes of the Storm. Und ich bin mir noch nicht sicher, aber es könnte sein, dass es die letzte Folge Heroes of the Storm werden wird. Weil ich irgendwie den Spaß dran verloren habe. Ich habe ein bisschen ja auch so gespielt, jetzt ohne aufzunehmen. Und dann habe ich in letzter Zeit wieder mit Dota angefangen. Und ja, Dota ist halt einfach, man kann es nicht anders sagen, viel besser als Heroes of the Storm. So, jetzt schlachtet mich. Ne, es ist halt, Heroes of the Storm macht durchaus mal Spaß so zwischendurch. Das hatte mir auch richtig Spaß gemacht, als ich dann gezockt hatte. Aber wenn man dann wieder anfängt mit Dota, dann merkt man einfach, dass es schon halt viel einfacher ist. Und dass Leute das Spielen einfach nur des Spielens willen. Es ist weniger, dass man sich zusammenrauft und versucht wirklich zusammenzuspielen hier bei diesem Spiel, offensichtlich. Vielleicht ist es aber auch noch, weil ich ein Noob-Pool bin. Was bei Dota eben anders ist. Da rauft man sich zusammen, da wird gesagt, du gehst dahin, du machst das und so weiter. Und da finde ich einfach, ja, den Zusammenhalt besser und das Teamplay besser als hier. Ja, und deshalb muss ich mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht spiele ich auch noch was weiter. Aber vielleicht wird auch, anstatt dann eben Heroes of the Storm, werde ich vielleicht ein Dota-Format machen. Wie ich das genau mache, muss ich dann noch gucken. Weil ich muss auf jeden Fall dann schneiden, weil die Matches in Dota gehen viel länger als hier. Hier ist natürlich mehr Action, das ist auf jeden Fall so. Aber gut. Ja, ihr habt gesehen, wen spiele ich hier? Ich spiele Raga oder so heißt er. Heißt der Raga? Raga? Irgendwie so. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ich mache... ich habe den noch nie gespielt. Ich spiele den gerade zum ersten Mal. Und der kann halt heilen und so ein Totem aufstellen. Der erinnert mich halt so ein bisschen an den Dirge aus StarCraft. Halt aber nur wegen dem Totem eigentlich. Weil der Dirge kann, soweit ich weiß, nicht heilen. Aus StarCraft? Aus Dota. Ja, und da muss ich jetzt mal... da ist ja noch einer. Warum kommt der? Guck, das meine ich zum Beispiel. Der steht einfach da doof rum und macht halt nichts. Der Harry Potter. Also ganz ehrlich, dann... ja, lassen wir ihn mal hier alleine. Gehen wir auf eine andere Lane. Weil da habe ich keinen Bock drauf. Können wir da rumstehen. Das ist halt echt in dem Pool, in dem ich gerade bin. Scheinen die Leute so schlecht zu sein, dass sie halt nicht mal irgendwie... ich verstehe auch meinen Hero nicht. Ich bin offensichtlich ein Melee-Hero. Das heißt, ich habe keinen Nahkampf und keinen Fernkampf. Das heißt, hier muss man durchaus mal gucken. Also ich bin ein Unterstützer, das ist ein Unterstützerheld. Das heißt, ich kann healen und bin eher dafür zuständig. Geisterwolf. Ah, okay. Ich habe also kein Reittier, so wie es andere hier haben, sondern ich habe eine Wolfsgestalt, in die ich mich morphen kann. Aber ich glaube, da kann ich nicht... oh, ich kann kämpfen. Was ist denn der Nachteil an der Wolfsgestalt dann? Bewegungsgeschwindigkeit ist erhöht, automatische Angriffe, Ursachen haben wir. Ja, hier will mir wahrscheinlich keiner helfen, so wie ich die hier kenne. Was ist das? Gut, jetzt ist aber hier Not am Mann. Ja, also wie gesagt, ich bin Unterstützer, das heißt, ich kann sowieso jetzt nicht allzu viel machen. Ich stelle jetzt hier mal diesen Totem auf. Das ist aber eine kleine Range. Okay, ich habe jetzt der Dirge-Totem, der hat halt eine viel, viel größere Range. Da habe ich jetzt mit gerechnet, ehrlich gesagt. So, da ist er, Kill. Ja, ich würde jetzt gerne den hier... Hilfe! Leute! Okay, wählen ein Talent. So, die Wirkung. Machen wir das. Ich level mich jetzt als Healer hier hoch. Quasi. Ich könnte auch hier mal gerade trinken. So. Was war da jetzt? Da war doch gerade irgendwas. Ah. Ein gegnerischer Iro. Ja, ich spiele halt irgendwie den jetzt nicht so gerne, glaube ich. So, jetzt habe ich den Totem aufgestellt. Der bewegt sich jetzt langsamer. Und zack, ist er auch tot.
Also ich bin da mit den Supportern bin ich noch nicht so vertraut hier. Eigentlich gar nicht. Das ist wie gesagt das erste Mal, dass ich überhaupt einen Supporter spiele. Da ist irgendwas Invis. Ja. Holen wir uns hier gerade mal den noch wieder. Den Ausguck. So, das ist ein Elo oder ist der irgendwie gegangen? Weiß ich nicht. Hier. Direkt den Totem aufstellen. Zack. Ja, das. Warte mal, wie gehe ich denn in Gestalt? Hä? Ach so, anstatt aufzusitzen. Das heißt, ich muss so machen. Und jetzt. Ich kann angreifen, aber dann verwandelt er sich zurück. Also, das verstehe ich noch nicht so ganz. Oh je. Warum haut er da nicht ab? Idiot. Also, hier sind jetzt 4 Heroes. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Schade, der Boden hier ist schon kaputt. So, was machen wir denn hier? Einfach des Sturms. Automatische Angriffe. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Wenngleich ich ja gar nicht so viel angreife. Kann man hier deffen, Leute? Hier, komm, ich gebe dir mal das Schild. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich mache nämlich, glaube ich, Damage. Oh, oh, oh. Ach, der ist auch der. Guck. Guck an. So. Ihr seid nicht unbekannt. Jetzt muss ich aber mal, glaube ich, weg. Ich zugeben. Wie steht's denn überhaupt? Wir sind Level 8, die sind Level 7. Alles klar, da sind wir einen vorne. Die haben wir da unten. Da haben die schon wieder so ein Ding erobert. Einen Tempel. Sofort. Und gerade unseren Turm ein wenig zerstört. Also das mit dem Dings hier, mit dem Tier, mit dem Wolf, verstehe ich jetzt noch nicht. Also, anstatt aufzusetzen, kann sich Rega in einen Geisterwolf verwandeln, was seine Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht. Automatische Angriffe in Geisterwolf verursachen 100% heben, ja. Was? Also ich kann einmal angreifen und es macht doppelt so viel Damage. Und dann ist es wieder vorbei, okay. Das ist ja super. So, da habe ich ihm noch ein Schild gegeben, hier kommt man nicht durch. So, jetzt kommt man aber durch. Theoretisch. So. Okay. Oha. So, ich habe gerade noch den Dings. Ja, das tue ich. Warte mal, da bleibt mir ja nur das. Hier kann ich einen Hero, glaube ich, mit heilen. Aber richtig krass heilen. Kann ich mich auch selber heilen? Das wäre nämlich hier... Ah, das ist weggeschaut. Ganz schön. So, jetzt heile ich den da wahrscheinlich gleich. Da ist er geheilt! Bam, Junge! Das war ein richtig krasser Heal. Zack! Wie läuft denn das hier? Das läuft ja richtig gut hier. Da ist ja ein bisschen Teamplay vorhanden diesmal. Da sind wir schon 3 Level über denen. Nur muss es laufen. So. Schön immer healen. Bei Mana scheint immer genug zu haben irgendwie. Ja, das ist auch so ein Ding. So Mana und so hat man hier offensichtlich sehr häufig sehr viel bei vielen Heroes, so dass man eigentlich gar nicht darauf achten muss, was tut man und ist es jetzt. Ist es jetzt wichtig, dass ich vielleicht mal irgendwie weggehe oder so? So, aber ihr könnt mich natürlich flamen. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und bin halt, habe halt diese Meinung, weil ich eben in diesem Pool bin, der jetzt natürlich noch wahrscheinlich ziemlich noobig ist. Das kann durchaus sein, dass ich dem Spiel nicht genügend Chancen gebe. Aber das muss ich halt gucken. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, dass ich jemanden wähle, der es bräuchte, wenn hier noch... Ja, hier. Ja, das sieht auf jeden Fall solide aus, was wir jetzt tun. Würde ich mal behaupten. Zack! Können wir das Ding hier mal holen? Kann man das... Können wir das... Weiß ich nicht. Vielleicht was stark, das Ding. Aber ich weiß. Ich danke euch.
So, dann machen wir hier mal weiter. Haben die schon wieder... die haben schon wieder hier den Tempel aktiviert. Zack! Oh, da sterbe ich! Da sterbe ich! Na egal, ich habe das Team dem Backup geliefert, das es brauchte. So, warte mal, was machen wir hier? Erhöht die Wirkung? Ja, genau, das machen wir. Das scheint ja jetzt dann schon... Ja, das habe ich jetzt schon dreimal verbessert. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ja, da kommt da auch gleich schon wieder der Brilli hier. So, da rennt ihr da drauf. Ist das eigentlich, bin ich mit dem Ding so schnell wie jedes Reittier oder bin ich ein bisschen schneller als ein Reittier? Das ist die Frage, liebe Leute. So, jetzt muss ich nur mal damit jemanden anhitten. Das war hier den. Ah, guck mal, wie schnell er sich einklappen kann. Kann man das bestimmt bei dem Hero, kann man das bestimmt skillen, dass man sich irgendwie schneller einklappen kann. Zack. Da hat er sein Damage gekriegt. Kann man das so schlecht placen, das Ding von dem da. So. Zack. 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 Und dann gehen wir lieber mal runter. Da ist nämlich schon wieder ein Tempel aktiv. So wie das aussieht. Das Licht verblasst in meinem Tempel. So, da kann er in meinen Dings laufen, wenn er Bock hat. So, hat er noch. Ja, er hat gar keine Patronen mehr. Patronen vor allen Dingen. So. Verstehen wir dieses Söldnerlager ein. Ja komm, dann nehmen wir das Söldnerlager jetzt mal ein. Eigentlich sollten wir das doch irgendwie schaffen, oder? Oder nicht? Nicht sicher. Ich kann halt nicht so viel machen, außer ein bisschen tanken, wobei der das eigentlich tun sollte. Da bin ich jetzt. Alter, was greift der mich denn die ganze Zeit an? Kann ich das auf mich machen? Ziel? Ach, Kacke! Da achtet man irgendwie nicht so drauf, was nicht gewohnt ist. So, kriegen wir. Sehr schön. Alles klar. Diese Söldner werden für uns kämpfen oder sterben. Holen wir die noch dazu? Kann er, das ist doch schon gut. So. Den auch noch. Heilen nicht vergessen. Und zack, jetzt pushen wir hier aber ordentlich mal durch. Zack. Ihr seid nicht unbegabt, das muss ich zugeben. Ne? So, dann direkt mal hier den Ketten-Dings wieder. Alter, das ist gut. Das ist gut. Healen, Willi, nicht vergessen. Ah, wir sind aber jetzt dann doch ganz gut dran, glaube ich. Was ist das für ein Hero? Ist das der? Nee, das ist Diablo? Sicher. Aber ich kann gerade nicht groß healen. Was waren die anderen? Ah, die haben Tempel. Okay, das ist gut. Und dann ist gut. So, jetzt habe ich gerade ein relativ kleines Mana-Problem, habe ich so das Gefühl. Ist das korrekt? Kann ich hier jemand stunnen von dem? Ich hoffe nicht. So, die merken aber auch nicht, dass sie gerade... Ah, ich pop mal weg. Pop mal weg und dann werde ich mich in die Wolfsform begeben und wieder zurück. Waschen daraus. Sehr schön. So. Nun gut. Okay. Dann würden wir mal sagen, wir greifen mal hier an und gehen mal durch die Mitte. Und dann sieht das auch schon ganz gut aus. Oder? Das sieht doch stark aus, was wir hier abgeliefert haben.
So. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal unter die Videos schreiben, was ihr davon haltet. Soll ich damit weitermachen? Würdet ihr das weiter gucken oder... Oder, soll ich versuchen, ein Dota-Format zu machen? Hallo! Was ist das denn? Tja. Da hat er jetzt aber nicht gerechnet. Also könnt ihr mir, wie gesagt, gerne mal... Oh, Scheiße. Gerne mal schreiben. Falls das überhaupt jemand guckt. Ha! Das sind ja nicht viele. Aber das finde ich gut. Denn ich bin ja... Ah! Ich bin ja jetzt kein Let's Player, der so krass auf Loot kriegt und dann enttäuscht ist, wenn es niemand guckt. Ich mache das ja, weil es mir Spaß macht, nicht, liebe Leute? Das wisst ihr aber. Das wisst ihr aber. So, da haben wir sie alle nochmal hier in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und dann würde ich sagen, ab durch die Mitte. Ich hätte das besser gemacht. Blutrausch. Wie sieht das aus? Wo ist das Stats-Ding hier? Ah, guck mal, meine Rolle 40.000 Punkte habe ich gehealt. Das ist doch nicht schlecht. EP-Beitrag ist auch okay. Alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Boah, es ist so warm heute, liebe Leute. Das kann ich euch sagen. Morgen soll es kälter werden. Deswegen, ihr werdet das Video morgen sehen, wenn es wieder kälter geworden ist. Aber jetzt, wo ich es gerade aufnehme, heilige Witschka, oder? Schmilzt einem die Pommel weg. So, jetzt hier aber go. Alter, wieso, was machen denn meine Leute? Wieso sterben wir alle? Tja, hätte ich jetzt noch healen können, aber hab ich jetzt vergessen. Krass, wieso haben wir da jetzt verloren? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir den Power gekriegt. Welcher Hero ist denn das? Warte mal. Das ist bei uns Illidan. Ne, ist Diablo, okay. Es ist Diablo. Der hat auch den höchsten EP-Beitrag. Und unser Tank, ja, der hat fast so viele getankt, wie ich gehealt habe. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt hier nochmal ein paar Schüsse abgegeben auf den Tower. Zack, zack. Machen wir den noch weg. Sieht so aus. Sehr schön. Ace Tower kaputt. Jetzt haben sie nur noch die Zitadelle. Und damit auch schon mächtig angegangen. 3% pro Schuss werden hier abgezogen. Von der Zitadelle. Da ist es aber jetzt vorbei. Ich glaube, doch, es ist noch ein bisschen Munition da. Aber ich bin auch wieder da. Hier wird ja gekämpft um die Position des Tempels. Aber ich komme jetzt auch wieder dazu, wie schnell ich kann. So, und jetzt gehört uns der Tempel wieder. Und er schießt wieder. Was ist das? Ist. Da war eine Rakete. Keine Ahnung, was die jetzt gemacht hat. So. Irgendwie benutze ich das Schild zu selten, habe ich das Gefühl. So, geh weg da! Lass mal rein da jetzt. Ach, ist schon zu Ende. GG. Ja, das haben wir solide runtergespielt, würde ich sagen. War eigentlich ständig führend. Und ja, das war okay. Also, das kann man senden, würde ich sagen. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder eben bei einem anderen Format. Wir werden sehen. Ich werde mir jetzt nochmal gründlich überlegen. Also, das Game hat mir wieder... War eigentlich ganz cool. Gut, liebe Leute, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Heroes of the Storm oder Dota 2, wir werden sehen. Macht's gut, ciao, ciao, euer Brady.